Wir kommen jetzt zu unserem rasenden Reporter Hermes, der Zeuge eines Schnitzel-Weltrekords war. Sehr interessanter Beitrag. Guten Morgen. Einschlägiger Eventwahnsinn von der Hupfburg bis zum Alleinunterhalter hielt in Wien-Donaustadt Einzug, um vor dem Fußball-Europameistertitel noch einen anderen ins Land zu holen. Einen, den bis dato die Deutschen innehatten, und da können wir nicht für sein. Schnitzelweltmeister. Schnitzelrasse heute im Blickpunkt des Blitzgewitters. Warum? Bitte? Lassen wir die Sau raus. Es muss natürlich, damit es die Größe erreicht, muss natürlich schon ein langes Schwein sein. Also eine besondere Züchtung, eine gewisse Rasse. Wie hieß denn eigentlich das Weltrekordversuchsschwein? Hans? So wie Sie das schneiden, das ist fast eine chirurgische Arbeit. Und Sie haben überlegt, Medizin zu studieren? Nein, du. Wir haben gesagt, 1,75 Meter. Ich sag mal, 1,76 Meter muss ich da schon noch ausgehen, oder? Ich habe in Weltrekord geklopft. Nach dem Verprügeln wurde Hans mit 60 Eiern, 15 Kilogramm Mehl und 20 Kilogramm Bröseln eingerieben, um anschließend in ein Bad aus 110 Liter Öl einzutauchen, welchselbiges ihm die feine Panier verleihen möge. Ja, na, was wisst ihr? Publikum, wer kennt den Namen von der Barbie? Unser Nationalgericht ist das Größte. Wir sind Weltmeister. Und Rapid. Nina, Nina, ist das jetzt so, dass du in der Schwangerschaft auch Dinge magst, sowas wie solche Schnitzel, oder dass du komische Sachen isst, wie man das kennt aus der Literatur? Ehrlich gesagt, nein.